Wenn Kim Ahrens aus Baunatal in der Kasseler Innenstadt mit ihrer Mama Petra Fotos macht, dann dauert es nicht lange und die Bilder sind im Internet. Die 24-jährige Studentin ist Modebloggerin und informiert auf ihrer Website kiamisu.de über die neuesten Trends in Sachen Kleidung und Kosmetik. Regelmäßig bekommt Kim von Firmen wie L'Oréal und Deichmann Produkte zugeschickt, die sie auf den Fotos in ihrem Online-Tagebuch präsentiert. Bei dem Fotoshooting diesmal steht die schwarze Tasche im Fokus. Anschließend geht's ins Café. Dort bearbeitet Kim die Bilder. Jetzt würde ich hier einfach nochmal so ein bisschen farblich das Ganze anpassen. Und da bin ich natürlich ganz frei, wie ich das jetzt hier bearbeite. Einfach die Weißtöne noch so ein bisschen, zum Beispiel noch ein bisschen intensiver den Kontrast da gestalten. Es ist halt viel auch manchmal so ein bisschen Spielerei, was einem am besten gefällt jetzt zum Look von dem Bild. Sind die Fotos fertig bearbeitet, schreibt Kim dazu einen Text mit Tipps rund ums Outfit. 6 bis 7 Stunden investiert die Studentin täglich in ihren Modeblog, 4 bis 5 Beiträge lädt sie pro Woche hoch.